In diesem Video erkläre ich dir anhand eines Beispiels, wie du Werbungskosten ganz einfach buchst. Und am Ende gibt es noch eine Übungsaufgabe mit Lösung für dich. Dann starten wir doch direkt einmal los. Wir haben folgenden Geschäftsfall. Wir bestellen Werbeflyer für die neue Marketingkampagne für 550 Euro netto auf Zielen. Ich bilde den Buchungssatz von solchen Geschäftsfällen immer am liebsten, indem ich meine 4 Fragen beantworte. Und meine erste ist, welche Konten sind nun betroffen? Da ich nun hier irgendetwas mit Werbung zu tun habe, sei es Werbeflyer, sei es Radiowerbung, Fernsehwerbung, alles was mit Werbung zu tun hat, wird auf das Aufwandskonto Werbung gebucht. Und weil das Ganze natürlich netto ist, haben wir natürlich auch die Vorsteuer mit dabei, weil wir sind im Einkauf. Wir kaufen Werbung ein, also ist die Vorsteuer betroffen. Und zu guter Letzt, weil wir das Ganze auf Ziel kaufen, also auf Rechnung, wir bezahlen nicht sofort, ist Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen betroffen. Nun frage ich mich, um was für Art von Konten handelt es sich hierbei? Naja, Werbung, das ist ein Aufwandskonto. Vorsteuer, aktives Bestandskonto, Verbindlichkeiten aus Lieferung, Leistung, passives Bestandskonto. Das entnimmst du einfach deinen Kontenrahmen. Und nun frage ich mich, wie verändern sich denn jetzt die Konten aufgrund dieses Geschäftsfalls? Wenn ich Werbung einkaufe, dann erhöht sich mein Aufwand und darum ist hier Plus. Wenn sich der Aufwand erhöht, erhöht sich auch die Vorsteuer. Immer im Rahmen dessen, das ist eine Kettenreaktion. Und Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung muss ich auch mehren, weil wenn ich etwas auf Ziel kaufe, dann schulde ich jemandem etwas. Meine Schulden gegenüber jemand anderen, also meine Verbindlichkeiten, steigen. Und darum wird das Ganze auch Plus. Und nun mit diesen Infos weiß ich, wo gebucht wird. Weil Werbung ist ein Aufwandskonto und soll sich mehren. Wo mehrt sich ein Aufwandskonto? Auf der Soll-Seite. Vorsteuer, aktives Bestandskonto, soll sich mehren. Wo mehrt sich ein aktives Bestandskonto? Auf der Soll-Seite. Und Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung, passives Bestandskonto, soll sich mehren und wo mehrt sich ein passives Bestandskonto? Auf der Habenseite. Nun weiß ich auch schon, welche Positionen auf der Soll- und auf der Habenseite mein Buchungssatz sind. Jetzt brauche ich aber noch die restlichen Beträge. Und zwar habe ich nur angegeben 550 Euro netto. Wenn ich diesen Betrag geteilt durch 100 mal 19 mache, weil ich mit 19% Steuersatz gerade in dem Beispiel hier rechne, komme ich auf meinen Steuerbetrag, also 104,50 Euro. Wenn ich jetzt meinen Nettobetrag plus meinen Steuerbetrag rechne, komme ich auf den Bruttobetrag von 654,50 Euro. Und nun kann ich endlich meinen Buchungssatz bilden. Auf Werbung wird der Nettobetrag gebucht, auf Vorsteuer der einzelne Steuerbetrag und die beiden Beträge zusammen, also der Bruttobetrag, wird auf Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung gebucht. Hier habe ich dir das Ganze noch in T-Konten eingetragen, falls du wissen willst, wie das ausschaut. Bevor wir jetzt zur Übungsaufgabe weitergehen, möchte ich dich charmant daran erinnern. Hast du denn das Video schon geliked? Es ist wirklich nur ein kleiner Klick und unterstützt mich unfassbar riesig. Danke dir. Und hier habe ich jetzt die versprochene Übungsaufgabe für dich. Probier es doch mal selbstständig, halt das Video an und bild den Buchungssatz für den folgenden Geschäftsfall. Weil die Lösung kommt jetzt. Und da haben wir auch schon die Lösung. Also wir schalten hier eine Werbeanzeige in der Zeitung. Egal, es hat was mit Werbung zu tun. Darum muss ich das auf Werbung buchen. Natürlich kommt auf das Aufwandskonto Werbung, der Nettobetrag. Dann muss ich die Steuer auf Vorsteuer buchen. Und weil das Ganze per Banklastschrift stattfindet, wird natürlich auf der Habenseite das Konto Bank betroffen. Anstatt wie vorher Verbindlichkeiten. Hier habe ich die Nebenrechnungen hingemacht und auch wieder die T-Konten. Und nun ist die letzte Chance gekommen. Falls du es jetzt verstanden hast, vergiss bitte nicht einen Daumen nach oben da zu lassen. Natürlich würde ich mich auch riesig darüber freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst und gerne kannst du meine Videos an deine Freunde weiterempfehlen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Runde. Mach's gut!